Herzlich willkommen zurück zu Bamforce mit mir, dem Mactorius, und wir spielen Notrufsimulator 112, die Feuerwehrsimulation. Wir haben schon direkt unseren ersten Einsatz. Das ist ungewöhnlich, dass ich das Spiel starte und sofort der erste Einsatz reinkommt. Auf jeden Fall ein sehr schöner Einsatz. Ich mache einfach mal den Maschinisten von der Drehleiter, nämlich Baumsäge-Einsatz. Achtung, Hilfeleistung, Baumsäge-Einsatz. Einsatz für DLK 2312. Das finde ich ziemlich schön bei der Aussage von dem Sprecher. Man hört richtig schön, wie er das Lachen verkneifen muss. Bei der Aussage Baumsäge-Einsatz. Das hört man so richtig schön raus. Da müsst ihr mal ganz genau hinhören. Und so, ist mein Fahrer drin? Nein, der fehlt. Jetzt müssen wir kurz warten. Also man hört es auf jeden Fall richtig schön raus. Hier geht es immer so, Baumsäge-Einsatz. Das war jetzt übertrieben. Aber ja. So. Fahren wir mal los. Komischerweise funktioniert heute die Innenansicht wieder mal. Also beim letzten Mal ging sie ja nicht. Also kurzzeitig ging sie nicht. Und ich finde die Innenansicht von der Drehleiter sehr schön. Also diese... Dass das der Leiterkorb vorne rausschaut, das finde ich ein schönes Feeling. So, geht mal aus dem Weg. Schreibt mir doch mal in die Kommentare rein, ob ihr, wenn ihr auch solche Einsätze habt mit Baumsäge-Einsatz, ob ihr da mit Martinshorn hinfahrt. Bei mir ist es so, wir fahren hin, wenn es eilig ist. Also wenn der Baum wirklich kurz nach einem Sturm die Gefahr ist, dass er auf eine viel befahrenen Straße abstürzen könnte, dann wird mit Horn gefahren. Aber bei den meisten Sturmschäden, Sturmeinsätzen, Keller auspumpen, wird eigentlich in der Regel ohne Horn angefahren. Ja, schreibt es mal in die Kommentare rein, wie es bei euch so ist. Ich fahre hier einfach mit Horn an, weil ich es kann. Jetzt muss ich nur kurz gucken, welcher Baum das ist. Ich denke mal, der hier, der schaut so auffällig aus. Dann fahren wir noch ein Stück. Ne, wir bleiben hier mal stehen. Ich glaube, das ist der Ast, der da so runterhängt. Seht ihr den? Ne, ich kann mal weg. Ne, ich kann nicht rauszoomen. Aber wir haben auf jeden Fall Einsatzort erreicht. Wechseln schon auf die Einsatzgeraffe der Drehleiter. Nämlich den Mann da drin. Weil ich weiß, dass er gleich das Ding benutzen muss. Was ich jetzt allerdings an dem Einsatz schön finde, ist halt einfach, dass hier zwei Fahrzeuge rausfahren müssen. Und dass an sich auch jeder eigentlich mitarbeiten soll. Warum geht der Maschinist jetzt hier weg? Achso, die schauen sich's erst an. Ah, der muss jetzt erst absperren. Da finde ich es wiederum schade, dass der, dass die Einsatzkraft, der Maschinist vom KEF, einfach nicht mithilft. Das ist einfach nur, ich fahre dich hin und du arbeitest. So. Typisch, ich bin faul, aber ich habe die Macht. Wenn ich nicht will, dann fahren wir nicht zurück und du bleibst hier für immer. Das gucke ich nur, warte auf weitere Anweisungen. Ja gut, das dauert jetzt, weil die eine Einsatzkraft alles allein machen muss. Euch ist bestimmt aufgefallen, wir haben unser Skinback Düsseldorf Feuerwehr wieder drauf. Mit unserer schwarzen Kleidung und dem schönen Blaulicht an. Ja, ja, ich vergesse es niemals. Jetzt warten wir. Ah, jetzt macht das. Jetzt fährt er die Drehleiter aus. Es ist nur die Frage, nimmt er die Kettensäge aus der Drehleiter oder die Kettensäge aus dem KEF? Die Kettensägen-Einsätze sind, wenn ihr die auch haben wollt und ihr habt das KEF nicht, dann werdet ihr diese Kettensägen-Einsätze auch nicht haben, wie hier mit der Drehleiter. Weil, wie man schon sieht, man braucht das KEF dazu. Auch wenn das KEF 15 Euro kostet. Wo will denn der jetzt mit der Drehleiter hin? Ach du... Gottes Willen, das wird schlecht. Das wird schief gehen. Das geht schief. Der muss so nah am Fahrzeug vorbei. Ich habe die Drehleiter eigentlich so abgestellt, dass er da vorne runter muss, aber... Okay. Wie gesagt, also ihr braucht das KEF-DLC, um solche Baumsäge-Einsätze zu haben. Einsätze zu haben. Mein Gott, was ist denn heute los mit mir? Ja, jetzt müssen wir nur kurz warten, dass der Maschinist... Ich habe so gewusst... Ich habe das so gewusst, dass das schief geht. Der fängt schon an zu vibrieren. Ich muss die Einsatzkraft wechseln, weil das packt er nicht. Ah, Gottes Willen. Hat das KEF so ein großes Skybox?
Allmächt. Müssen leider, müssen wir das selber machen. Ich hoffe, dass das funktioniert. So, jetzt wechseln wir wieder die Einsatzkraft, weil ich hier will ja den Typis mit Kettensäge. Ah, okay. Also, wir haben, mache jetzt mal kurz nochmal, weil das... Ja, Gott, was macht denn der? Also hier, Kettensäge entnehmen. Die ist im Normalfall auch im Spiel drin. In der, auch ohne Kev habt ihr die Kettensäge in der Drehleiter drin. Ihr könnt sie auch rausnehmen, aber ihr werdet ohne Kev keine Kettensäge-Einsätze bekommen. So, dann steigen wir unsere Drehleiter ein. Jetzt müssen wir sie selber steuern. Wir können uns auch unseren Rückgrat komplett brechen. Also wenn ihr auch so, so euren Rücken verwendet, dass ihr im 90-Grad-Winkel zu euren Füßen arbeiten könnt... Schreibt es mir in die Kommentare, wenn ihr das schafft. Möchte ich gerne wissen. Ich schaff's nicht. Also ich würde mir, glaube ich, da sehr viel kaputt machen. Jetzt muss ich gucken. Also die Innenansicht ist, wir haben hier, man sieht es, unser Schutzgitter oben und unten. In der Mitte sieht man es nicht so extrem. Und wir müssen jetzt doch diesen Ast hier absägen, weil er anscheinend zu tief, zu stark in dem Ding hängt. Brauche ich nur gerade die Außenansicht, weil ich gucken muss, dass ich nirgends verhängen bleibe. Huch. Das ist ein bisschen doof, das mit X und C, also C ist Innenansicht und X ist Ausfahren. Ich könnte schon theoretisch schneiden, aber ich möchte noch ein bisschen näher hin. Das sieht man so, so könnte man schneiden. Außenansicht, Innenansicht, wir machen Innenansicht, sägen in der Innenansicht mal. So, der Baum ist weg, er kann immer noch sägen und immer noch sägen und er sägt immer noch. Ne, ich halte es nur gedrückt. So, jetzt können wir wieder aus der Drehleiter raus. Jetzt müssen wir nämlich unten das Ding auseinandersägen. Jetzt müssen wir nur gucken, dass wir schnell runterkommen. Und er schafft es wieder mal nicht. Ich weiß nicht warum. Was ist denn los? Ach, jetzt geht er runter. So. Jetzt macht der Maschinist. Komischerweise fährt er dann jetzt nochmal hoch. Was ich nicht verstehe, dass wenn man ausgestiegen ist, dass er nochmal hochfährt. Das ist, glaube ich, noch ein kleiner Bug, weil das eigentlich total sinnlos ist. Naja, wir sägen mal weiter. Okay, also das muss er im Stehen machen. Und jetzt duckt ihr euch wieder automatisch. Naja, dann machen wir es halt im Stehen. Na gut, im Stehen ist, glaube ich, besser. Könnt ihr bessere Kraft auffindet und Kettensäge richtig halten. Wir müssen jetzt an sich, glaube ich, nichts mehr machen. Das jetzt macht es nur noch das Kev. Das heißt, wir räumen unsere Kettensäge auf. Man hat auch schön erkannt, wir haben unsere Kettensägen-Schutzhose an. Müssen sie anziehen. So eine Schutzhose ist echt ganz praktisch, weil ihr könnt eine Kettensäge rein theoretisch, also ihr sollt es nicht tun. Nicht absichtlich, aber es kann passieren, dass ihr abrutscht und die Säge euch ins Bein reinkommt. Wenn ihr den Baum so über euren Kopf oder so absägen müsst, dann kann es sein, dass ihr abrutscht und die Sägeblatt ins Bein reingerät. Und die Hose, die hat so einen Stoff drinnen, das verhakt sich in der Kette und lässt die Kette stoppen. So, der räumt jetzt auf. An sich können wir ja das hier schon mal aufräumen. Ich weiß nur nicht ganz wohin. Ich glaube da hin. Naja, wenn nicht, können wir es ja nochmal aufräumen. Ah, jetzt. Wir müssen jetzt in diesen viereckigen Block unser Zeug reinlegen. Das ist ganz schön. Da kommen dann die Stadtwerke vorbei und räumt das Zeug auf oder... okay, also ja, hier ist jetzt nichts mehr zum Aufheben. Ich schmeiß es einfach dahin. Schon ist es von der Fahrbahn runter und jetzt müssen wir selber darin da rennen und das Zeug holen vom Kev, weil der Maschinist, ihr wisst, er ist faul und macht nichts. Finde die Blinklichter auch sehr schön gemacht. So, kann ich mir... Oh, da kann man sich auch voll verdrehen. Yeah, yeah, shake your ass. Da, yeah. Naja, zurück zum Spiel. Wir haben eigentlich, oh, uhrzeitmäßig 5:30. Ja gut, mal jetzt kommt die Abenddämmerung, ist mal was anderes. Beim nächsten Mal werde ich mal einen Nachteinsatz machen, dass wir einfach mal diese Lichtverhältnisse haben und schauen, was dann da rauskommt. So, wir steigen ein. Wir wechseln direkt die Einsatzkraft. Ne, tun wir nicht, wir machen nur unseren Statusgeber. Wir lassen uns fahren einfach. Oder? Dann machen wir direkt auf die Wache. Müssen wir das nachher nicht, falls wir es vergessen, nicht mehr aktivieren. So, und wir fahren nach Hause. Die Spiegelqualität auch sehr schön, bis auf die toten Winkelspiegel. Die funktionieren leider nicht. Auch nicht, wenn man sie in den Einstellungen aktiviert.
Die Spiegel selbst kann man einstellen in den Optionen. Da kann man auch einstellen, wie weit man mit diesem Spiegel nach hinten schauen kann. Und wie scharf sie sein sollen und Schatten und Co. USW. Nichtsdestotrotz möchte ich dennoch fahren, tut mir leid. Ich habe einfach Bock heute zu fahren. Gerade Drehleiter, mein Lieblingsfahrzeug. Einfach wegen dem Korb und der Technik. Und wir biegen da ab. Man muss halt auch mit der Drehleiter beachten, dass man den Korb vorne dran hat. Also, ich komme voll aus dem Konzept raus. Du bringst mir auch keine große Hilfe. Also man muss beachten, wenn man jetzt ein anderes Fahrzeug, wenn man sie rückwärts einfährt und ein anderes Fahrzeug vor der Drehleiter ist, wo auch rückwärts fährt, dass man nicht achtet hinten drauf, dass dieses Fahrzeug nicht auf die Fahrerkabine drauf fährt, sondern dass sie nicht hinten oben den Korb abreißt. Das hatten wir bei uns mal, also nicht direkt abgerissen, aber die Leiter musste dann eine Woche lang zurück ins Werk. Da war es dann so, dass die Leiter an einem Vordach hängen geblieben ist. Also sie sind rückwärts eingefahren in der anderen Freiwillige Feuerwehrhalle, rückwärts reingefahren und dort das ist leider ein bisschen eingeengt im Wohngebiet. Und da kann man nur rückwärts reinfahren und da haben sie auch nur auf unten geachtet, aber nicht auf oben. Und der Maschinist hat zwar darauf geachtet, aber leider kann ja auch nicht alles sehen. Und sind halt nach hinten gefahren und irgendwann hat es knack gemacht. Und da war dann sowohl der Leiterkorb am Vordach als auch das Vordach dann zur Hälfte weg. Also so über den Haustüren so ein Vordach. Das ist ein perfektes Beispiel, da ist so ein Vordach, sowas meine ich. Und das passiert halt mal schnell, dass dann die Leiter da hängen bleibt. Und wenn man es nicht sofort merkt, kann es sogar passieren, dass man diesen Leiterkorb dann dementsprechend verdrückt, Leiterpark dann verbiegt. Und dann muss er zurück ins Werk. Und wenn es richtig blöd läuft, muss dann der komplette Leiterpark ausgetauscht werden. Was schlecht wäre. Weil das wieder Wochen kostet und Geld und ja. Dann geht es dann mit Gerichten los. Wer ist schuld daran? Wer hätte das und das verhindern können? Und bla. So, wir sind am Einsatzort angekommen. Oh, wir haben den Statusgeber auf 2. Ja, weil wir es vorhin ja schon gemacht haben. Jetzt warten wir noch schnell auf das Kev, was hier noch auftauchen soll, was da drüben schon kommt. Und dann haben wir schon wieder unseren nächsten Einsatz beendet. Juhu! Wieder mit unseren wunderschönen Toren offen. Es wird auch jetzt gerade Nacht, das heißt ich glaube, ich schließe dann den direkten Einsatz direkt dran, dass wir da noch Nachteinsätze haben. Schauen, was abgeht. Dann sieht man auch einfach mal diese Lichtverhältnisse. Ich hoffe, man sieht sie gut an. So, der Baumsäge-Einsatz ist erfolgreich beendet. Und ich würde sagen, wir sehen uns zum nächsten Mal zu Bamforce mit mir, dem Arcturius. Und wir spielen Notrufsimulator 112, die Feuerwehrsimulation. Lasst ein Like da, lasst ein Abo da. Teilt mich weiter, empfehlt mich weiter. Und lasst die Kommentare da, die ich euch im Video gesagt habe, dass ihr sie tun sollt.